Einen schönen Gruß aus der bayerischen Landeshauptstadt. Wir haben den 6. Januar und das ist der Mittwoch DAX, also die leicht aggressivere Variante gegenüber dem Wochenend DAX. Und schauen wir mal, wo uns der Chart heute hinbringt. Und zwar ab, wir haben mit 13.891,97 den höchsten Schlusskurs jemals. Wir hatten auch während des Tages mit, ich glaube es war 13.919, den höchsten Kurs überhaupt. Und von daher sieht es auch erstmal grundsätzlich ganz gut aus. Aber, und jetzt schauen wir mal hier, aber jetzt schauen wir mal hier in den Tageschart rein. Das ist also der Tageschart, eine Kerze, ein Tag. Ich drösel das mal ein bisschen höher auf. Wir haben die Seitwärtsphase hier verlassen. Diese horizontale Linie, jetzt muss ich da nochmal zurück, die habe ich genommen, das war die ehemalige Seitwärtsrange, die wir hier hatten. Das ist bei 13.467. Wir sind drüber, wir sind drunter, wir haben sie jetzt mal deutlicher nach oben verlassen. Sie sehen jetzt hier dieses Dreigestirn. Das ist Fluch und Segen gleichermaßen. Denn wenn wir den mit Schlusskurs deutlich überbieten, und das heißt deutlich überbieten, heißt also eben nicht 13.919, sondern das muss schon bei den im Moment recht volatilen Zahlen hier am Markt, das sollte schon eine 13.930 wenigstens sein. Mit mindestens einer Stundenkerze, sonst gilt es für mich nicht. Ja? Und wehe, er geht wieder runter. Wir haben aber jetzt hier leicht unterhalb der 20-Tage-Linie 13.504 haben wir eben die angesprochene horizontale Unterstützung 13.467. Das ist okay hier, das ist nicht außergewöhnlich. Wir sind hier hoch, gab sogar einen kleinen Fuhler schon vor noch im letzten Jahr. Das ist hier hoch ohne Verkaufssignal. Der Markt hat definitiv momentan die beste Chance jemals über die 14.000 zu gehen. Da muss er sich allerdings beeilen. Ja, sonst verbraucht er Kraft. Und das zeige ich Ihnen jetzt mal über die 4 Stunden. Da sind wir hier. Das ist jetzt der 4-Stunden-Chart. Und wir sehen hier schon, das ist alles noch in Ordnung, MACD. Stochastik als Oszillator ist auch noch in Ordnung. Gilt nur minimal als überkauft, aber das ist nichts Besonderes. Ja, also der hat hier Platz, den hat er auf jeden Fall noch. Zumindest mal für die nächsten 5, 6, 7 Zeiteinheiten. 4 Stunden. Hier sehen wir aber was anderes. Hier gibt es nicht nur diese Unterstützung hier bei 13.467, sondern wir haben eine noch hier, die ist vom 5.1., also von gestern, die ist bei 13.563. Und da muss ich jetzt gleich mal schauen, ob das von der Stunde her auch bestätigt wird, weil dann wird das eine Herangehensweise an einen Schein für den Fall, dass der Markt weiter hochgeht. Also von den 4 Stunden her kann ich sagen, ist alles in Ordnung. Habe ich nichts zu meckern, überhaupt nichts. Gucken wir mal hier auf die Stunde. Das ist jetzt die Stunde. Hier dröselt sich dieses Dreigestirn auf. 1, 2, jetzt halt 3. Hier, jetzt muss ich schauen, ja genau, hier ist die 13.567. Das ist also die letzte wirklich griffige Unterstützung. Man kann auch die nehmen, aber das wäre mir zu heiß. In einem Wochenend-DAX würde ich wahrscheinlich was hier unten nehmen als Basis. Aber dadurch, dass das jetzt hier der Mittwoch-DAX ist und ich kann hier ein bisschen aggressiver dran gehen, kann ich auch höher gehen. Ich kann mir aussuchen, entweder nehme ich das hier als Unterstützung oder das. Ich tendiere zu diesem jetzt hier. Der Hintergrund ist der, hier liegt auch der 200er gleitende Durchschnitt auf 1-Stunden-Basis und hier liegt also auch das untere Band. Deswegen finde ich das hier ganz interessant, um jetzt gleich nach dem Schein zu schauen. Aber an sich, auch hier gilt, wenn wir hier drüber gehen, was hatte ich gesagt, 13.930 mit mindestens einer Stundenkerze, sieht es gut aus. Der hat Platz. Und ich glaube auch nicht, dass dann die 14.000 reicht. Dann legt er nochmal 150, 200 Punkte drauf. Wenn er das Momentum nicht mitnimmt, dann ist das eine schöne Sache. Nach unten ist das für mich jetzt hier der wichtigste Punkt, diese 13.567. Jetzt schauen wir mal nach dem Schein. Ich habe hier einen vorbereitet und zwar ist das dieser hier. Der hier, Entschuldigung. 13.381. 381, da sind wir da, wo jetzt die Maus ist. Der Hintergrund ist der, wenn wir hier durchgehen und nur dann kommt der in Frage, nur dann, vorher noch nicht, ja, vorher ist es ein Babonspiel, aber wenn der das hier wirklich schafft mit der Stundenkerze, ist er meines Erachtens nach frei. Er darf dann aber nicht hier drunter gehen. Hier ist die eigentliche Unterstützung. Deswegen möchte ich mir keinen Schein holen, der hier die Basis hat. Das wäre nicht so gut, dafür lege ich nämlich auch gleich das Aufgeld mit. Sondern ich hole mir sogar noch einen, der unter dieser 13.467 liegt. Und da habe ich halt jetzt den hier genommen, 13.381. Zeige es dir nochmal, wo der hier ist. Aber
Wenn ich den nehme, wenn wir hier also durchgehen und ich nehme den, dann muss ich ihn hier stoppen, minus 50 Punkten. Also bei 13.515 muss der gestoppt werden. Da gibt es kein Wenn und Aber, weil dann besteht die große Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht nur das hier sehen, sondern vielleicht auch nochmal hier runtergehen auf die 13.100. Dieser 13.381er Schein ist ein Open-End-Schein von Goldman mit der Kennnummer GF92SA. Als Put habe ich mich für den hier entschieden. 14.058,54. Das ist von Goldman die Kennnummer Gustav Dora 5, Dora Waltraud Emil, GD5DWE. 14.058. Nochmal. Der Markt hat eine sehr gute Chance, das Dreigestirn rauszunehmen. Mit Kursen über 13.930 finde ich das gut. Aber wenn der jetzt 2, 3 Tage wirklich braucht, um das zu schaffen, dann verbraucht er zu viel Kraft. Ein Put kommt bei mir eigentlich erst dann in Frage, wenn wir hier den Bereich von 13.567 unterbieten. Also mit Puts braucht man wirklich Geduld. Das ist keine Geschichte, die man gleich jetzt hier machen sollte. Oder wenn überhaupt, dann nur mit kleinem Einsatz. Dann mal schauen, weil ich rechne schon, dass wenn er das hier rausnimmt, dass er auch locker mal über die 14.000 geht. Ja. Gut, ja, ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.